Jojo, und willkommen hier zu der ersten Folge Beat the Rotpilz. Und in Beat the Rotpilz geht es nämlich, wie der Name schon sagt, um Beat the Rotpilz. Und darum geht es nämlich, dass ihr in bestimmten Spielmodus gegen mich antretet und ich lege euch dann einen bestimmten Wert an Punkten vor und ihr müsst ihn dann nachlegen oder verbessern. Und heute habe ich mir mal den Spielmodus Bowbash ausgesucht von dem DustMC-Server und habe da vorhin mal ein nettes Gameplay erspielt. Ist ganz okay und ich denke auch, das kann man übertreffen. Habe aber auch schon Besseres hingelegt, deswegen denke ich mal, mache ich euch dann da es mal ein bisschen einfacher, damit ihr mich da übertreffen könnt. Und ich würde einfach mal sagen, dann spiele ich doch mal das Gameplay ab in 3, 2, 1, jetzt. So, und wie ihr es schon seht, ich habe jetzt hier mir den Enderbow ausgesucht. Der Enderbow, das ist so ein Bogen, damit kann man sich überall hin teleportieren. Und da ist die Map Battle Bowl, die habe ich mir auch ausgesucht. In dem Spielmodus Bowbash, für die Leute, die den nicht kennen, da geht es übrigens darum, dass man die Punkte des gegnerischen Teams auslöschen muss, so kann man sagen. Und jedes Team hat eine bestimmte Punktzahl vorgegeben. Und wenn die jeweilige Punktzahl des anderen Teams auf 0 ist, dann hat dein eigenes Team quasi gewonnen. Und man kann dem Team nur einen Punkt abziehen, wenn man dann eigentlich wenn man den anderen Teampartner quasi, den Gegner vom anderen Team halt von der Plattform runterschießt. Und hier sammle ich jetzt erstmal ein paar Blöcke, weil wir müssen ja ein bisschen die Base aufbauen. Rechts sieht man auch noch die Grace Period, die läuft noch ungefähr 5 Sekunden. Und ich habe mir dann erstmal hier so ein paar Wände aufgebaut, um etwas sicher zu sein, mache ich immer ganz am Anfang. Ich habe das Gefühl, manche Leute machen das überhaupt nicht. Habe aber dann vergessen, hinten eine Wand zu machen, was ihr gleich seht. Das wird mir dann gleich nochmal zum Verhängnis. Und ich baue dann hier erstmal weiter und weiter und weiter. Wunderbar, schön machst du das, Felix. Und sammle dann auch weiter Blöcke. Und dann geht's auch schon los. Hier ist nämlich, sind wir nämlich direkt im Gefecht. Ich habe versucht, die Enderperlen in diesem Match, glaube ich, etwas weise einzusetzen. Ich habe die nicht so, habe die halt nur im Notfall benutzt und habe die auch nicht so rasch benutzt, wenn ich sie jetzt unbedingt direkt brauchte. Aber ich weiß gerade gar nicht genau, wann ich die das erste Mal benutze. Da versuche ich auf jeden Fall schon mal die ersten runterzuschießen. Noch habe ich keinen runtergeschossen zum momentanen Zeitpunkt. Aber das kann sich gleich ändern. Ich glaube, ich war sogar am Ende Player of the Match. Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Als derjenige mit den meisten Kills. Und da habe ich immer noch keinen runtergeschossen. Und da bin ich fast gefallen. Da habe ich nochmal den Liner genutzt und habe mich nochmal gerettet. Da habe ich mich super geärgert, dass ich den Liner nutzen musste. Und habe mich dann mit den Enderperlen schnell wieder nach oben gerettet. Das gegnerische Team hat es nicht mitbekommen. Und da seht ihr auch schon, warum mir das dann im Nachhinein zum Verhängnis geworden ist. Dass ich da hinten nicht zugebaut habe, habe ich dann schnell gemacht. Ich glaube sogar doppelschichtig. Ja, habe ich doppelschichtig gemacht, damit ich halt nicht mehr darunter falle. Aber ich glaube, dass ich irgendwann später nochmal so richtig krass hochgeschleudert werde. Und dann, glaube ich, auch nochmal fast darunter falle. So, da habe ich, glaube ich, schon den ersten runtergeballert. Du hast einen Punkt erhalten, richtig, das ist der erste. Und dann versuche ich auch direkt schon den zweiten runterzuschießen. Hatte vorhin schon versucht, ein Gameplay aufzunehmen, aber das hat sich fast auf eine halbe Stunde schon gestreckt. Weil die Leute haben sich dann immer an derselben Stelle vercampt und dann war das immer wieder ein Punkteausgleich. Das ging wieder hoch und runter und hoch und runter. Und dann habe ich mir gedacht, das lohnt sich nicht, das reinzunehmen, weil sonst würde das Video dann eine halbe Stunde gehen oder sowas und ich müsste dann nur die Highlights reinschneiden. So, und da habe ich dann auch direkt wieder versucht, weiter drauf zu ballern. Was macht der gute Felix da? Da habe ich, glaube ich, wieder einen runtergeschossen. Manchmal sieht das echt so aus, als würden die fliegen, aber die werden einfach nur hochgeschleudert wie sonst was. Und da habe ich auch schon meine zweite Enderperle benutzt, um direkt frontal in den Angriff zu gehen. Aber ich glaube, das wird mir auch gleich zum Verhängnis. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Das gegnerische Team ist merkwürdigerweise sehr, sehr oft runtergesprungen und hat damit auch viele Punkte verloren. Wie ihr seht, hier haue ich schon den ersten fast runter, glaube ich, oder? Falle ich da? Ah ja, da falle ich selber, habe mich dann nochmal gerettet. Der hat das aber nicht bemerkt und dann habe ich ihn versucht nochmal mit der Granate runterzuballern. Da steht er aber noch und dann wird er vom Gegner, also von meinem Teammember, glaube ich, runtergeboxt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Oder ist er totgesprungen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall habe ich einen Punkt gemacht zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich mich mit meinem letzten Liner gerettet. Warum ich den da eingesetzt habe, keine Ahnung. Habe dann auch nochmal hier die Enderperle benutzt, um mich nach oben zu retten. Und das Ding ist, ich werde die ganze Zeit mit einem Flammenbogen abgeschossen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Flammenbogen irgendwie überhaupt gar nicht so irgendwie viel Sinn ergibt, weil irgendwie schießt er einen gar nicht runter, der besetzt einen eigentlich nur in Flammen und man hat ja eh unendlich Leben in dem Spielmodus, deswegen, der Flammenbogen ist jetzt nicht so eine Empfehlung von mir. Da habe ich den nächsten mal runtergeballert und da habe ich den nächsten auch nochmal runtergeballert. Habe ich da hinten den auch noch gekriegt? Weiß gar nicht so genau. Gar nicht so sicher. Da habe ich auch nochmal einen runtergeballert und da war auch, glaube ich, schon gleich der nächste. Richtig, da kam der nächste. Also, wie ihr seht, ich habe in der Runde sehr, sehr viele Abschüsse gemacht. Die Runde geht auch nicht besonders lang, die dauert auch nicht mehr so mega lang. Aber die ging auch schon relativ rasch im Vergleich zu der davor. In der davor habe ich, glaube ich, 20 Minuten ungefähr gebraucht und die ging ja dann doch im Verhältnis dann relativ schnell.
Da habe ich aber dann schon bemerkt, dass es Ende der Runde ist. Und da habe ich auch schon gewonnen. Da seht ihr, ja, ich bin Player of the Match mit 14 Kills gewonnen und 0 Deaths. Also ich bin nicht einmal gestorben. Ist auf jeden Fall eine gute Statistik. Ich kann euch ja mal eine einblenden, die ich letztens mal erspielt habe. Die seht ihr jetzt. Und das ist halt so eine Statistik, die ich normalerweise habe, wenn ich privat spiele. Aber ihr könnt ja gerne mal versuchen, diese hier zu übertreffen. Das Gameplay ist jetzt vorbei, wie ihr seht. Und ich würde sagen, ihr könnt mir ja eure Gameplays einschicken. Schreibt einfach in euren Titel dann Beat the Rotpilz sonst was oder sowas. Schreibt dann in den Titel am besten Beat the Rotpilz und dann halt euer Name. Und dann kann ich das bei YouTube suchen und dann mal gucken, ob da irgendwelche gute Ideen rauskommen, also irgendwelche guten Gameplays. Wenn ihr mich nämlich übertrifft, ich denke mal, ich werde das dann in der Relation zur Zeit und zu den Punkten stellen. Also die Punkte zählen nicht nur, sondern ihr müsst auch in einer bestimmten Zeit das geschafft haben. Bei mir waren es jetzt 4 Minuten 27. Wenn ihr in 4 Minuten 27 bessere Kills hinkriegt, dann würde ich sagen, habt ihr es übertroffen. Dann versuche ich euch zu übertreffen. Und in der nächsten Runde, in der nächsten Folge Beat the Rotpilz, seht ihr dann euer Gameplay. Und ich werde dann mal gucken, wie ihr das so erspielt habt. Und ja, ich würde sagen, ihr könnt mir natürlich auch noch Spielmodus in den Kommentaren vorschlagen. Das ist auf jeden Fall mein Server. Da könnt ihr mal gerne vorbeigucken. Da ist nämlich auch Bowbash, wenn ihr das nämlich dann erspielen wollt, das Gameplay. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal eine positive Wertung da. Wie gesagt, ihr könnt mir Gameplays in die ihr könnt mir Spielmodus in die Kommentare schreiben, da werde ich versuchen, nämlich da dann einen Spielmodus aufzustellen und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!